Sixteen Basti, jetzt in München mit Pretty Mo, großes K und Sass One. Hi. Hallo, Servus. Servus. Stell euch erstmal bitte kurz vor für die Leute, die euch noch nicht kennen Sag ich mal, bin das große K vom Neuen Süden, Inhaber von Empire Records 83. Ja, ich mache so circa 15 Jahre Musik, habe jetzt mit dem Sass One mein eigenes Studio aufgebaut, wo ihr gerade euch befindet. Und dann nehmen wir gerade mein neues Album auf. Kennst das? So Ende März, schätze ich mal, wird das erscheinen. Mit Video. Ja, soweit das von mir. Ich bin Primo, ich esse gern Cheeseburger und mache auch ein bisschen Hip-Hop. Ja. Mehr gibt es mir gar nicht zu sagen. Übrigens auch vom Neuen Süden, der Junge. Ja, das wissen doch wieder alle. Weißt du, meine schönen Lieder. Und du? Ja, Access One produziert auch schon mindestens 10 Jahre, 15 Jahre. Also auflegen tue ich seit 15 Jahren. Produzieren so richtig eigentlich erst seit 4 Jahren oder so. Ja. Großen K, auch eben Studio aufgebaut, wie er schon gesagt hat. Genau. Alles klar. Zum Neuen Süden gehören noch Alias und Semi B. Die sind Yep. jetzt leider nicht da. Ja, Ali ist gerade in Hamburg, der macht sein Mixtape irgendwie fertig. Also er macht jetzt vor seinem Album noch ein Mixtape, das heißt, der Countdown läuft. Und da ist er jetzt seit 2 Wochen so und stellt das alles fertig, nimmt viel auf und so. Ja, und Richtig fleißig, ja. Semi hat keine Ahnung, der konnte nicht. Ich Der glaube, hätte da noch arbeitet duschen müssen und das wollte er nicht. Deswegen Okay. ist er heute nicht da. Was meint ihr, was sind eure Stärken als Rapper? Also was zeichnet euch aus und was unterscheidet euch von anderen Rappern? Ja, vielleicht die Vielseitigkeit. Also gut, bis jetzt habe ich noch nicht so viel gezeigt von dem, was ich kann. Ich mache ganz gerne einfach Battle-Texte mit viel Humor, schwarzer Humor, solche Sachen halt. Aber jetzt demnächst, also ich fange jetzt mit meinem Album nochmal ganz von vorne an. Es hat sich alles viel verschoben und so. Und jetzt werde ich halt auch ein paar Songs drauf machen, ein paar ernsthaftere Sachen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und wir sind einfach besser als alle anderen, so. Was soll ich dazu sagen? Es gibt schon noch ein paar, die feiere ich schon auch, aber. Gibt auch viel Schmutz, was rauskommt, oder? Das ist wahr, aber muss es ja geben, Genau. weißt du. Ja, bei mir ist es vielleicht die Stimme, dass ich eine ziemlich tiefe Stimme habe, ein bisschen die Flame-mäßig so, als Sigi Sagersau. Und ja, ich mache sehr vielseitige Musik. Ich liebe auch sehr Soul-Elemente oder Rug-Elemente. Ich beschränke mich jetzt nicht auf nur irgendwie Punchlines. Ich habe sehr viele Geschichten eingebaut. Also, wer mein Album sich holt, der wird eine komplette Palette von A bis Z erleben. Also da geht's hoch und runter. Also traurige Lieder, lustige Lieder, Party-Songs. Also ich lege mich nicht fest in eine Ecke auf jeden Fall. Okay. Im April habt ihr den Sampler der Neue Süden released. Yes. Habt ihr die Ziele erreicht, die ihr erreichen wolltet? Also vom Promotion her ist es ganz gut gelaufen, aber es hätte noch mehr sein können. Also wir hoffen dann mit dem zweiten Album, dass wir da ein bisschen mehr nach vorne gehen, dass wir ein Video drehen, dass. Es ist sehr lokal, so auf München beschränkt bis jetzt. Das ist schade und wir wollen halt deutschlandweit Fuß fassen und irgendwie uns einen Namen machen. Und ich glaube, dass das schon hinhaut, wenn wir ein gutes Album abliefern. Okay. Dann habt ihr noch die Oktoberfest-Edition irgendwie released. Könnt ihr ein paar Worte dazu sagen, was das genau ist? Also es war eigentlich nur so ein Münchner Ding halt. Ja. Wir leben ja schon lange hier alle und gehen gerne aufs Oktoberfest, saufen uns die Birne voll und führen uns auf wie Sau. Und ja, da haben wir uns halt gedacht, machen wir für die Münchner halt einfach so, um das Lebensgefühl vom Oktoberfest auszudrücken, eine CD und halt dann mal als Hip-Hop-Geschichte, so, weil sowas gab es ja auch noch nicht. Übrigens die erste Ja. CD für die Wiesn auf jeden Fall Ja, von auf jeden München. Fall. Das Ja, ist und das war, lief offiziell. ziemlich cool eigentlich auch und Die ging auch, wir haben das richtig auch gut. an den ganzen Fahrgeschäften und so, Autoscooter, dies, das, abgegeben so und die haben es alle Wir haben es gepumpt und gleich so. gespielt dann so. Ja. Ich Ne? habe dann noch so einen Schweinekram-Song drauf, da haben sie es dann rausgemacht, weil den kleinen Kindern der Luftballon weggeflogen ist, weil sie so geschockt waren und geweint haben, aber. Aber die ist sehr gut angekommen, so. Ja, stimmt. Auch bei Also, älterem Publikum, würde ich mal sagen. Ja, gell, das war normal darf man das lustig. ja nicht sagen, aber bei Fat Trap waren wir auf Platz 1. Okay, alles klar. Über Illegale 5000 Downloads, Downloads, also war schon ganz Also, mich gut. fragen noch Leute heute noch, aber wir haben leider nur eine Limited Edition gehabt und wenn, dann müssen wir nachpressen oder so. Wie viel hattet ihr davon? Ich glaube, Viele, ne? 2000? Ja. Ja. Okay. Sehr Und die gut. gingen nur in München weg, so, also Ja. schon cool. Das geht. Gut, hat auch noch ein, was haben wir verlangt? Ein Zehner, oder? Fünfer? Nee, ein Ich Fünfer, glaube, glaube ich, war 15 mit es, oder? T-Shirt Ah, oder mit so. Ja, genau, wir haben dann T-Shirt. noch so T-Shirts dazu rausgebracht. Und dann Also haben wir das so sehr als Combo günstig auf gemacht, jeden Fall. 15 mit T-Shirts, war in Ordnung. Sieben Es Tracks ging da mehr drauf. auch um die Promo einfach. Okay. Alles klar. Pretty Mo, du hast jetzt im Juli war es dein Mixtape released für eine Genau. Handvoll Scheiße.
Eigentlich war das Album Mobbing geplant. Genau. Schon 2006, ja, also Anfang 06. Es ging, ich will halt, wenn ich ein Album rausbringen möchte, das schon so rausbringen, dass das überall rauskommt. Und da gab es halt immer Schwierigkeiten und dann dieses Jahr, warte noch, dies, das. Und ich hatte aber keine Lust mehr zu warten und dann habe ich halt mein eigenes Geld in die Hand genommen, okay, habe das mit Phil Million eben zusammen produziert und einfach rausgebracht. Und auch jetzt im Großteil nur im Münchner Raum verkauft. Natürlich gab es das dann in so diversen Internetshops, MC, dies, das. Da haben es dann auch viele andere sich bestellt und wir haben halt auch so eine Limited Edition rausgebracht, 1000 Stück. Die sind jetzt auch eigentlich so gut wie weg. Okay. So, weiß ich nicht, irgendwo liegen noch bestimmt 10 Stück rum oder so, aber... Das Album Mobbing ist erstmal komplett auf Eis gelegt, glaube ich. Ne, ist nicht auf Eis gelegt. Ich habe, weiß ich nicht, vor 2 Wochen damit angefangen. So. Okay. Also ich schreibe jetzt gezielt Songs dafür. Aber jetzt kommen eben erstmal die Jungs so und dann lasse ich jetzt auch erstmal den Vortritt. Die sollen jetzt ihre CDs in Ruhe rausbringen. Da habe ich auch schon Zeit, mir Gedanken zu machen, mir Sachen zu überlegen, Konzepte und so. Und lieber in Ruhe so. Ich bin ja noch jung, 23, ja, weißt du, so, da habe ich es nicht so eilig. Okay. Du bist jetzt gerade dabei, an deinem Album zu arbeiten. Ich bin dabei, ja. Wie weit bist du ungefähr? Ja, wenn ich mich 32 im Monat bin ich fertig. Okay. Hast du schon dir ungefähr einen Rahmen gestellt, wann das erscheinen soll? Wie gesagt, Ende März. So. Ende März. Okay. Also ich will vorher das Video vorab noch drehen, dass das parallel alles bei dir gleichzeitig kommt. Mhm. Und das dann online schalten wahrscheinlich. Mal sehen, ja, also einen Monat, denke ich. Alles klar. Kann man schon sagen, wer alles drauf ist, wer gefeatured ist? Also von den Jungs jeder, ja, vom Neuen Süden. Ich werde die Flame drauf haben. Okay. Ich werde wahrscheinlich Tony D von Agro Berlin drauf haben. Ich habe Vanessa drauf aus Frankfurt, eine sehr gute Sängerin. Anna Asana aus Frankfurt, beide. Dann habe ich Asien aus München dabei. Ramis aus Türkei, aus Istanbul. Reza und Chuse aus München und dann noch viele, W78, also es sind so viele, du kannst es gar nicht aufzählen. Ich vergesse bestimmt, Justy, ein französischer Rapper. Wie kam es dazu, dass du so viele Features ausgewählt hast? Das mag er gerne, gell? Ja, weil es sind alles Leute. Aber im letzten Ding glaube ich auch so, ne? So ja, aber es werden mehr Solo-Songs auf meinem sein jetzt. Ja? Also ich werde jetzt vielleicht nicht alle Tracks, die ich jetzt auf mein Album tue, ich mache noch ein Sample-Album, wo nur Features drauf sind danach, es kommt 2 Monate später raus. Auf meinem Album sind schon viele Solo-Tracks, ja, aber ich habe halt einfach mit den Leuten viel erlebt und uns verbindet halt irgendwas und mit Leuten, die ich gerne mache, mache ich auch gerne Musik. So. Okay. Wer hat für das Album produziert? Wie bitte? Wer produziert für das Album? Wir selber, Alex und ich. Okay. Alles klar. Und sonst hast du noch irgendwie? Ah, natürlich, Producer und auch ein Ty Jason, ich habe Phil Million drauf, ich habe Genome drauf, wie heißt der? Flash Gordon ist dabei, ja, Goofy Smackers ist drauf, Goofy Smackers. Genau, Alex natürlich und noch ein paar kleine Produzenten. Mhm. So. In welche Richtung wird das ungefähr gehen? So musikalisch? Sehr abwechslungsreich, wie gesagt, ich habe sehr traurige Lieder, sehr melodiös mit Geige und Klavier, dann habe ich wieder ein bisschen härtere Sachen mit Punchlines, dann habe ich wieder ein Party-Song drauf, irgendwie dann viel mit Gesang, also es mischt sich total durch, es, ja, man müsste mal was anhören, es ist schwer zu erklären jetzt. Ich kann euch ja später noch ein, zwei Tracks zeigen. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht das bei dir aus? Planst du auch irgendwie ein Produzentenalbum demnächst? Im Moment glaube ich nicht, ich produziere gerade 5 Alben, das ist gerade recht viel. Für wen produzierst du im Moment alles? Modi, Großes K, Semi B, Tilosch. Alles so mit Umgebung und Modis Frankfurter, ne? Genau. Oh, die ist Frankfurt. Bezirk 24, die sind gleich. Hier so Jungs, 100 Meter hier so Jungs von aus der Nachbarschaft einfach. Ghetto-Jungs. Ja, aber sehr aber gute Jungs. Aber die sind echt, die sind super, genau. Tilosch, also ist auch so ein Newcomer, der hat jetzt auch das Video rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Münchner Respekt hat erst T-Shirt Respekt dazu an. Ja. Genau. Aber Hauptsache jetzt erstmal Großes K. CBB ist er eben auch. Genau. Und Modi haben wir jetzt auch fertig gemacht gerade. Semi B release jetzt auch bald, glaube ich, ne? Genau, müsste nach dem Candy. Wenn es zu High Society wird. Genau.